Moin Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Video von, oder Let's Play von Minecraft Hexit. Ja, der ein oder andere wundert sich jetzt vielleicht, der gestern Abend noch spät zugeschaltet hat, oder zugeguckt hat, dass ich das Video, wo normal heute käme, noch hochgeladen hatte. Ja, das andere ist schnell gegangen, hat nur 100 Minuten gedauert, deswegen habe ich mir einfach so gedacht, okay, lad das noch hoch, das hat dann eben 110 Minuten gedauert. Warum, weiß ich nicht. Hat schon wieder rumgespackt und ist auch gerade Nacht. Oh, unser Ofen ist ausgegangen. Jawohl. In unsere Werttruhkiste tun wir die hier rein. Hast du einen Namen? Ja, deswegen das Video, wo ihr jetzt seht. Das heißt, wenn ihr dieses Video jetzt, gerade jetzt seht, wenn das Video erst vor ein paar Minuten online ist, dann bin ich noch schön gechillt im Praktikum. Und ja, weil Praktikum ist irgendwie viel gechillter, wie in die Schule zu gehen. Und hier ist noch ein Saschas D-Stein. Okay. Thumbstone. Ich würde sagen, den setzen wir mal als... Naja, ich meine, wir können es hier hinsetzen. Da Monster müssen... Ah, geht nicht. Monster müssen... Ah, geht nicht. Draußen bleiben. So. Monster müssen draußen bleiben, hier in unserer selbst eroberten Burg. Und ja, in der letzten Folge hatten wir ja einen richtig geilen Fund gemacht. Wir hatten einen... wir hatten nicht ein Diamantschwert. Wir hatten Diamanten gefunden. Da hinten ist nochmal so ein scheiß Krokodil, dem ich nicht so nahe treten möchte. Und heute kommt die große Entscheidung. Wir werden uns kein Diamantschwert machen, sondern ein Eisenschwert. Das reicht, Leute, das reicht für den Anfang. Ich meine, wir haben nur 8 Diamanten. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, deswegen gehen wir jetzt mit einem Diamantschwert, mit einem Eisenschwert, Mann. Natürlich, diese Wertsachen hier kommen hier rein, das Holz und so weiter. Wir nehmen nur etwas Steine mit und eine Spitzhacke und ein Schwert eben, weil Eisen haben wir genug, weil es kann sein, dass wir sterben. Und wenn Diamant verloren geht, das wäre nicht so schön. Und hier ist ein Krokodil. Ich würde sagen, komm, den hauen wir mal auf den Arsch hier. Alter! Das kriegt uns. Hau ab. Mann, was machen wir denn jetzt? Nicht schon wieder. Ich habe auch immer das Pech, dass hier so scheiß Krokodile sind. Okay, ich würde sagen, dagegen hilft nur ein Keks, Leute. Wo uns auch nicht gerade viel hilft. Okay, ich nehme alles zurück. Dann noch eine Melone. So, und dann bumsen wir das Ding jetzt da unten. Na, wo ist es denn? Okay, ich würde sagen, wie viel XP, wie viele Leben haben das noch? Noch 2. Okay, mit einem Bums ist es tot. Genau. Und wir haben nur 2 Scales gekriegt. Oh Gott. Kommt schon. Ja, Monster müssen draußen bleiben. Wie immer. Der gute alte Spruch. Und nun, ja, zur Sicherheit erstmal hier das. Weil wenn wir hier runterfallen, Leute, das wäre auch für ein kleines Eisenschwert zu schade. Okay, jetzt müssen wir unsere Nerven zusammenreißen. Ganz ruhig sein. Okay, da ist jetzt ein Zombie, aber ach. Leute, den Zombie, den... Hey, was hat der fallen gelassen? Ein... Cocktobia. Bei Cocktobia, bei Trimmon, okay. Ach so, da ist jetzt so eine Quest, wie es aussieht. Oh! Sehr schön, unser erstes Dungeon, Leute. Alter! Wie geil! Jawohl, wir machen voll den guten Fang hier. Und ich glaube, dieses Ding ist auch 100, nicht hunderte, ein paar Stockwerke tief. Ja, das ist richtig tief. Das kenne ich noch von, wo ich mal Creative hier ein bisschen gemacht hatte und was. Oh. Sehr, sehr, sehr scary. Es ist etwas scary hier in den Stanzens, aber hau ab. Ja, was? Ja, wir... Wir haben genug Leben, wir haben von dem nochmal Leben gekriegt und der hat hier noch was beschützt.
Alter, ein Diamantenschutz mit 4. Feuer, ne, ein Diamantenbeinschutz mit Feuerschutz 4. Alter, wie geil. Jawohl. Check die Flosse, liebe Community. Was geht ab, ey? Schnell ist was passiert, wenn man hier drauf drückt. Mach ich nicht. Hier ist bestimmt irgendwo TNT. Ja, wie geil. Die Fackeln, die nehmen wir natürlich. Alter. Ich liebe diese Dungeons. Die sind so einfach irgendwie. Okay, hier geht's jetzt. Hier sind wir ganz tief, Leute. Alter, was machst du da? Hallo? Okay, das ist ein Spinner. Der, der spinnt. Der spinnt. Was ist das für einer? What the fuck war das gerade? Okay, da bauen wir mal gerade zu. Och, komm. Okay, der war gerade seltsam, Leute. Der war gerade wirklich seltsam hier, der. Okay, ich meine, wir können ja gucken, was da oben ist. Da ist nichts mehr. Okay, also das Einzige, was man noch machen kann, ist jetzt da unten. Aber da werden wir bestimmt sterben. Hm. Wartet mal. Alter! Okay. Das sind also seine Gebieter, wie es aussieht. Aber ich glaube, wir kriegen den irgendwie. Diesen Endboss da unten. Ich glaube, ich weiß auch wie. So. Hallo? Ihr kleinen Dinger da unten. Okay, Leute, wir müssen jetzt hier gut handeln. Wir haben nämlich einen Bogen und 32 Pfeile. Ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Wir krammen nämlich jetzt hier durch und besiegen den von oben. Weil ich habe keine Lust hier zu sterben mit so einer geilen Ausrüstung jetzt. Wir werden den ja finden. Was haben wir eigentlich hier? Eine Steinspitzhacke. Okay, ich sehe ihn. Anvisieren und Feuer. Und Feuer. Und Feuer, Leute, wir kriegen den. Und Feuer. Und Feuer. Und okay, wenn der schießt, nicht schießen, weil dann werdet ihr ab. Sehr schön. Dieser scheiß Newscomancer da. Schreibt mir in die Kommentare, für was die Dinger gut sind. Vielleicht ist das ja auch. Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Das ist anscheinend ein Strafgefangener, wie es aussieht, weil der hat so eine Zwangsjacke an auf dem Bild. Und ja, komm. Das war's mit dir. So, und jetzt auf gut Glück, Leute. Wir holen uns ein paar Fackeln. Alter, haben wir gutes Loot, ey. Jetzt kommen erstmal die kleinen Mobs hier unten dran. Ist hier noch so ein Spinner? Nee. Zum Glück. Und hier, darauf falle ich auch nicht rein. Weil, ihr wisst ja. Was ist denn das für einer? Das ist ein mit einer Diamantrüstung. Vielleicht kriegen wir was raus, Leute. Wir haben 2 Diamanten gekriegt. Wie geil. Okay, jetzt sind wir in einer Bücherei. Okay, die Folge geht jetzt etwas länger. Weil die wird ja morgen den ganzen Tag hier hochgeladen. Oh Gott. Also ein kleines Labyrinth. Hier will also jemand mit uns spielen. Okay. Hier hat jetzt irgendwas geöffnet. Was kann es wohl gewesen sein? Okay, jetzt hat sich irgendwas geöffnet.
Naja, ich glaube, hier geht's irgendwie nicht weiter, oder? Nee. Okay, wir gucken mal noch, was in den anderen Dinger da drin war, in den anderen Räumen da. Ihr wisst, wo ich meine. Da hinten. Okay, Fackel. Alter, wie geil. Was hier ein Loot ist. Oh mein Gott. Okay, hier ist nix. Und hier waren wir schon. Okay. Sehr geiler Fang, den wir da gemacht haben. In der nächsten Folge gehen wir auch nochmal ein paar andere Dings erkunden. Ein paar andere Dungeons. Weil ich habe noch ein paar auf der Map entdeckt. Die knüpfen wir uns in der nächsten Folge vor. Hundertprozentig. Ja, und wir sind nicht gestorben. Was ein Glück. Weil das kann hier sehr schnell passieren in diesen Dungeons. Ja. Und jetzt geht's nach Hause. Und wir gucken jetzt mal, was wir alles haben. Das kommt dann in die Wertkiste rein. So, also, Wert haben wir 2 Smaragd-Dinger gekriegt. Die Dings kommen dann natürlich raus. Dann haben wir Gold. Gold. Alles aus Gold. Eine Kettenrüstung. 2 Diamanten. Jetzt haben wir 10 Diamanten. Das gibt's doch nicht, ey. 5 Kupferbarren. Ein Kogopedia, oder wie das Ding heißt. Dann Life Essence. Essenzen, die kriege ich noch. Also, das mit dem Essenzen, das bekomme ich noch erklärt. Von meinem Cousin am Samstag. Da kommt dann auch ein Video mit ihm zusammen vielleicht. Und ja. Gut. Dann würde ich auch schon sagen, wir räumen das Quadrat hier noch. Oh, Alter, ist das viel. Ich glaube, wir brauchen eine 2. Kiste und ein größeres Haus. Fällt mir gerade ein. Ich mache einfach mal so. Das haben wir 4 Truhen. Das dürfte reichen für einmal so. Und noch einmal so. Ja, gut, dann kommt das jetzt mal hier rein. Dann machen wir eine Truhe extra noch für Essen. Wir tun alles noch demnächst richtig sortieren hier. Das ist dann die Truhe fürs Essen. Und für auch die Wertsachen, die wir an Essen finden. Und ja, wir gehen mal schnell pennen. Alter, aber das war ein richtig geiles Dungeon. Also, das nächste Dungeon, das wir erkunden werden... Oh, das ist verpixelt, sehr verpixelt. Wird mal ein Turm sein. Oder in der Schneewelt da hinten. Hier sowas. Natürlich, wir haben noch mehr zur Verfügung. Hier oben noch eins. Dann hier noch so ein Haus. Dann hier noch ein Turm. Dann diese großen Dinger da hinten. Diese Burgen. Da können wir es in der nächsten Folge ja mal hinbegeben. Und... Yo. Find's einfach nur geil mit meinen Dings. Und, warte mal, kann man sich hier ausrüsten? Wartet mal. Wertkiste, Iron Shield. Kann man sich das ausrüsten? Ah, das kann man sich... Wartet mal, Iron Shield. Shield, Shield. Okay, funktioniert irgendwie nicht. Man kann auch so Ringe sammeln, wie bei The Edda. Okay. Dann würde ich sagen, diese Folge geht doch nicht länger, wie immer, nur 14 Minuten. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet von Minecraft Hexit Let's Play. Und ja, das war auch ein richtig geiles Dungeon. Schreibt mal in die Kommentare, was euer geilster Dungeon-Fund war in Hexit. Und ja, ich würde dann sagen, ich bin jetzt hier raus und ihr haut mir mal fleißig rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer SaschiLP. Und lasst eine Bewertung da. Ciao.